Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute mal von unterwegs. Ich bin mit den Hunden am Spazieren. Geilo. Ui! Im Partnerlook heute. Tarnmuster und Tarnmuster. Ja, und da unten ist noch sein bester Freund, Balu. Ah, ja, und heute gehen wir hier ein bisschen spazieren. Hier hinter uns sind noch ein paar Tierchen. Alles ganz entspannt. Wir sind hier in Appelbeck am See. Ist echt mega entspannt. Wir haben 9 Grad. Man kann ihn ordentlich baumeln lassen. Ich hole heute noch Uwe ab, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Der kommt nämlich heute noch wieder. Den hole ich vom Flughafen ab. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Hab ihn ja, muss ich gestehen, schon ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir hat er gefehlt. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wir gehen hier jetzt noch ein bisschen spazieren und dann fahre ich wieder nach Hause und dann fahre ich schon später zum Flughafen. Ich zeige euch noch ein bisschen hier vom Spazierengehen und ja, ich würde sagen, let's go. So Freunde, ich bin jetzt zu Hause gewesen, habe schnell geduscht, bin übelst in Zeitvollzug. Wir haben es jetzt 3:45 und ankommen tun sie um 4:15 ankommen. Müssen ja noch Gepäck rausholen und so, also ich bin ein bisschen, zu spät, würde ich sagen. Ich habe jetzt den Hund noch zu Anna gebracht, der war todeskaputt. Wir sind auch danach zu den Jungs von King Controller gefahren und haben da die Hunde ein bisschen spielen lassen. Immer geil zu sehen, wenn der Hund gespielt hat und dann voll glücklich ist. Gibt nichts Besseres und Balu, den ihr eben gesehen habt, ist Kyles allerbester Freund. Die kennen sich schon seit sie beide Babys sind. Ist einfach ein geiles Gefühl, die spielen zu sehen. Na Mann, und jetzt muss ich nochmal Stoff geben. Scheiße nochmal. Übrigens, diese Cap hier, haben auch viele nachgefragt, gibt es bei mir im Shop zu kaufen. Übelst geile Qualität. Oh, wartet. Oh. Also wer auch mal Bock hat auf so eine Cap, Link dazu ganz oben in der Beschreibung. Und jetzt muss ich ein bisschen Stoff geben. Direkt Copyright-Musik. Ja moin, ich liebe mein Leben. Jetzt muss ich Stoff geben, Freunde. Ich bin spät dran. Darf aber auch nicht geblitzt werden. Schlechte Kombination. Muss auch noch zur Tankstelle was zu trinken holen, denn ich weiß, nach einem über 12 Stunden, 13 Stunden Flug haben die drei Durst wie sonst was. Für die Kleine hole ich eine Capri-Sonne, für Mina hole ich einen Red Bull und für Uwe hole ich einen Rockstar. Das ist deren Energy, den die mögen. Ich würde ansonsten für jeden Monster holen. Ja, moin. Und ja, muss auch noch irgendwo an der Tanke halten. Gleich fängt das scheiß Auto wieder an zu piepen, weil ich nicht angeschnallt bin. Digga, es gibt nichts Nervigeres, wenn du mal kurze Strecken fahren willst. Kennt ihr das? Ja. Wenn du mal kurz eine Strecke fahren willst, irgendwie zu tanken oder so, dann fängt das an zu piepen. Das hört nicht auf. Bei BMW, muss ich sagen, ist das Geräusch, dieses hier, ja halbwegs noch angenehm. Also das kann ich noch ertragen. Aber bei Mercedes oder Golf und so, Digga, die piepen die Ohren voll. Ist nicht normal. Naja, scheiß drauf. Ich muss jetzt ein bisschen Stoff geben. Let's go. Ja, wie soll es auch anders sein, Freunde? Ich stehe im Stau. Elbtunnel ist die größte Scheiße. Immer, jetzt ist es 16.24 Uhr. Vor 10 Minuten sollten sie eigentlich gelandet sein. Uwe hat sich auch noch nicht gemeldet, dies, das. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie pünktlich um 7:45 landen, beziehungsweise dann anlegen, also mit dem Flugzeug erstmal an Terminal ranfliegen, dann Gepäck und so. Das dauert ja immer noch einen Augenblick. Aber hier ist immer verfickter Stau. Das kann es doch nicht sein, Digga. Jeden scheiß Tag ist hier Stau. Mann! Könnte ich schon wieder innerlich ausrasten, Digga. Weil die immer nicht fahren können, die Leute hier. Naja, gut, anderes Thema, aber ja. Mal schauen, ob ich das jetzt noch schaffe, pünktlich zum Flughafen. Denn ich habe noch 20 Minuten vor mir ungefähr, wenn ich jetzt frei durchkommen würde. Habe gerade Uwe schon eine Sprachnachricht geschickt und habe zu ihm gesagt, Diggi, falls ihr jetzt auf mich warten müsst, dann fahr schon mal nach Hause, dann hole ich dich nicht ab, komm direkt dann zu dir nach Hause zum Kotzen, Digga. Stau, ganz ehrlich, offiziell Stau, du bist ein Hurensohn. Digga, jetzt bin ich durch den einen Stau durch. Und komm in den anderen Stau rein.
was zum Fick soll die Scheiße hier? Ohne Scheiß. Hamburg und die, das kannst du hier knicken, Digga. Hier kannst du nicht einmal richtig schön durchfahren. Nee, überall Stau. Es ist zum Kotzen, Digga. Da muttert mich's auch nicht auf, dass er vor mir eine Monster Energy Cap vorne liegen hat. Obwohl die ziemlich geil aussieht und ich die auch gerne hätte. Aber das ist doch zum Kotzen. Jetzt schaffe ich es nicht, glaube ich, pünktlich Uwe abzuholen, weil hier überall Stau der Hurensohn ist. Mann, Alter, das ist doch frustrierend. Selbst wenn ich pünktlich losgefahren wäre, Digga, der Stau macht alles kaputt, Alter. Und warum ist hier Stau? Ich weiß es auch nicht. So, Freunde, wir sind jetzt am Flughafen. Ich habe es doch noch pünktlich geschafft. Uwe hat mich noch angerufen. Oh, Digga, das war das Kette. Uwe hat mich noch angerufen und hat gesagt, ey, wir sind ein bisschen später gelandet, was jetzt recht nice war für mich. Ja, wir werden es auf jeden Fall pünktlich schaffen. Digga, jetzt muss ich hier ein Ticket ziehen, oder was? Ficken, was ist das denn jetzt hier? Busse, Taxen und Sonderverkehr frei. Scheiße, Alter, bin ich jetzt auch noch falsch gefahren. Das wäre jetzt nämlich noch der nächste Akt. Hier noch einen scheiß Parkplatz zu finden am Flughafen. Mann, verpiss dich hinter mir, du Hund. Digga, zum Kotzen, Alter. Hier rückwärts fahren mit der Kamera in der Hand. Ja, moin, Alter. So, auf jeden Fall werden wir es pünktlich schaffen. Digga, da komme ich auch nur mit Digga, was ist das denn für eine Scheiße hier? Gibt's hier keine Besucherparkplätze oder was? Ich muss jetzt wieder ein Ticket ziehen. Scheiße, du. Na egal, scheiß drauf. Wir wollen uns nicht aufregen, denn wir müssen auch das Positive sehen. Wir werden es pünktlich schaffen, Uwe abzuholen. Und das ist eine nice Sache. Hatte schon ein bisschen Panik. Wäre zwar nicht schlimm gewesen, hätte ich ihn nicht abgeholt. Aber ich habe es mir vorgenommen, was ich mir vornehme. Wenn ich mir was vornehme, dann bin ich auch ehrgeizig. Außer bei Sport. So, ja, jetzt muss ich hier irgendwo mal reinfahren, Dicker. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich Uwe abgeholt habe, ihr kleinen Ficker. Bis gleich. Skyler! Hey! Skyli! Hey, ihr Urlauber! Ja? Da siehst du! Hallo, kleine Maus! Sag mal hallo! Hallo! Na, wie geht's dir? Hä? Und deine Umarmung? Oh, komm her hier, na komm hier! Oh, ja! Moin, Uwe, Digga! Moin, Digga, komm her! Oh, wie geht's dir? Oh, du riechst so gut! Ja, extra Eifel von mir! Hallo! So, kurz einen Platz machen hier. Ja, moin, mehr Gepäck, als ich jemals gesehen habe. Ja, was ist? Aber hätte ich alles mitgenommen, dann wäre komplett Deutschland, meinst du? Guck mal, hier ist gleich, was du hier mitgebracht hast. Magst du Capri-Sonne? Oh, guck mal. Ja, gekauft, ja, richtig. So, warte. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige ist, Uwe. Zack, zack. Und was ist das denn, Digga? Keine Ahnung, Digga. Guck mal hier, zack, zack. Organic. Keine Ahnung, ich hab gedacht, so, weil da Bio draufsteht, organic, ist genau dein, ja, Digga. Unterwegs. Sonnenbrillen könnt ihr hier abnehmen, glaube ich. Das scheint die Sonne nicht, ne? Digga, das ist angenehm für die Augen. Ja? Digga, wir sind so tot, ich schwör's. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, normal, Standard. Aber weißt du, was ich gedacht hatte? So? Was denn? Lass mir jetzt einen Lutsch. Wenn du jetzt erstmal gleich von mir das bist und so, ich weiß nicht. Wo steht mein Auto? Weißt du das? Ja, natürlich weiß ich das. Ich hab's heute noch gesehen. Bei King Kong, ja, natürlich. Ich hab überlegt, dass wir sogar für mich heute das Video machen, wenn du Bock drauf hast. Heute? Ja. Willst du heute noch hinfahren? Ja, von mir aus. Lass mir dich anrufen vorher, dann fahren wir beide dahin. Können wir machen, klar. Ja. Ich sehe hier, Montes Cam ist auch im Arsch hier, weil Display dreht sich nicht um hier. Ey, die haben halt dieses Canon Ligria-Problem hier, weißt du? Ja, Monte, du Flatterfotze, danke, dass du mich hier auf Service-mäßig hier abholst. Monte Abholservice ist das hier heute übrigens. Wir fahren dann gleich mit Monte jetzt nach Hause, beziehungsweise Mina und Skyler halt mit Taxi wegen Gepäck, dies, das. Also eigentlich auch wegen Kindersitz, deswegen. Und jo. Also ich kann euch eins sagen, als ich in Los Angeles war und wiedergekommen bin, bin ich um 8:45 eingeschlafen abends und habe bis 1 durchgeschlafen. Also bis 1 nächsten Tag nachmittags? Ja, ja. Ohne einmal pinkeln. Und ich stehe normalerweise 2-3 Mal auf pinkeln. Also ich würde sagen, ihr schläft euch dann einfach ins Bett und pennt ein. Ja. Glaubt mir, ihr werdet viel schlafen. Filmer? Filmer? Krieg ich anrufen? Ja. Ich habe mein Handy im Auto leider. Skyly? Skyly? Was ist denn los? Willst du einmal filmen? Kann ich nicht. Skyli, ich kann dir aber noch keine Abonnenten rüberschicken, da bist du noch viel für. Da war ich ganz groß schon, als ich da war. Und du warst bis jetzt als so ein kleines Mädchen da warst schon. Das hat nicht jedes Mädchen. Ganz tolles Erlebnis. Ich bin auch das erste Mal mit 20 oder so geflogen. Ja, ja. Alter, so richtig so extrem. Richtig abgehoben, die Kleine. Und sie macht dir Los Angeles. Du kleine Maus, so, ne? Business Baby. Ja, ja. Läuft bei ihr. Da hätte er auch mal nicht Auge machen können. Ich hab 10 Minuten da gestanden. So. Rutsch rüber, die Möhre. So, zack. Das ist also jetzt alles, ne? Ist das, ja.
So, jetzt beginnt das Spielchen. Wo habe ich den Wagen geparkt? Hat deiner Sound, wenn du ihn so zudrückst oder aufmachst? Das war geil, das habe ich nämlich mit meinem AMG hier mal gehabt, habe ich ihn nicht gefunden, habe ich die ganze Zeit gedrückt. Warte mal, steht das hier nicht drauf? P4, Ebene 0. Ja, moin, Ebene 0 oder was? Sprich Keller. Ja, Ebene 0 sind wir ja. Guck mal. Ja, Ebene 0 ist komplett alles. Ja, ja. Scheiße. Da vorne ist er. Ja, moin. Oh, ja, das ist guck mal. Da vorne steht eine geile S-Klasse, Digga, guck mal. Müssen wir gleich mal begutachten. Das müssen wir uns gleich mal reinziehen, Freunde. Der sieht geil aus. Auch von innen drinnen, Digga. Mit dem riesen Display vorne. Ja, richtig so ein Reisewagen halt, ne? Der sieht schon nice aus, finde ich. Und auch von vorne hat er eine kantige Optik. Ja, genau. Das ist schon ein schönes Auto, ne? Ja, kommen da so leichte AMG-Gefühle wieder hoch. Ja, ich muss dir sagen, mein AMG fehlt mir schon extrem. Gar nicht der Wagen an für sich, sondern der V8-Sound. Ja, ja. Der fehlt mir. Das ist... Der fehlt mir, Digga. Den habe ich hier halt nicht, ne? Nee, nee. Voll verwehrt, voll den Kopf. Dass die Kamera gedreht ist, ja, keine Ahnung, ist ein Bug, ist kaputt auf einmal. Ja, die Kamera wird auch nicht mehr hergestellt, ne? Nee, aber ich weiß nicht warum, du hast doch deine Sony-Kamera, die, wo du jetzt die neue die Modell ich hier hast. Drin, ja. Genau, und ich habe ja noch das alte Modell, was du auch hattest. Ja. Bei mir ist aber die Soundqualität so scheiße, Digga. Bei mir ist die Audioqualität nicht so gut. War das Video auch, wo du die Zuschauer getroffen hast da, wo du in das Treffen gemacht hast, hast du die auch schon benutzt? Ich glaube schon. Weil da war es auch so extrem hallig, wo ich dachte, ja, so, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob mein Mikrofon da kaputt ist oder so. Das weiß ich nicht. Deswegen habe ich heute die Likria mal genommen. Ja, ja. Weil die Likria zwar keine 60 FPS, aber da ist die Soundqualität nice. Genau, und mal da muss man auch echt sagen, so, die ist praktisch, die Kamera. Ne? Die ist ja so groß wie eine Schachtel Zigaretten. So ungefähr. Die ist echt nice, Digga. Ja, Mann. Ja, und wie fühlt es sich jetzt an? Ja, es ist. Ich habe ja echt so vieles vermisst. So. Auch das fühlt sich jetzt komisch an. So, hört sich komisch an, aber dieses Zocken Mario Kart auch spontan, ihr müsst vorstellen, Freunde, 9 Stunden Unterschied. So, während er aufsteht oder zu Bett geht, ist es bei mir andersrum. Ne? Er geht zu Bett, ich stehe auf und andersrum halt so. Und das war richtig ätzend, so auch privat das Telefonieren oder auch mit meinen Kollegen telefonieren und diese spontane Sonntags die Folgen aufnehmen. Spontan einfach zusammen auf Teamspeak chillen. Da so. Ging gar nichts, nee. Ja. Und dann meine Gaming-Ecke, Digga, ich freue mich auf meinen verschissenen Raum wieder. Das normal, nicht mal Laptop oder so, ja, endlich ansehen, genau, PC. Wieder schön in den Sitz rein und geil streamen und zocken und einfach Wedeln. Ja, einfach rumhängen da so. Das werde ich, glaube ich, heute Abend noch mit als erstes machen. Ein Wedeln. Ja, oder vielleicht auch einfach mal die Nase in die rosa und eine pinke Rosette reinhalten. Ja, 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 ja. Das ist ein Insider aus dem Livestream, Freunde. Ja, das kann man dir nicht verüben, Digga. Also, ja, Mann. Das war auch so eine Sache, ne? Skylar, wir hatten Skylar immer um die Ohren, so, ne? Ja, so, also, hab ich mir auch gedacht, wie ihr das macht. Ja, ja, so auf richtig, wenn sie Mittagsschlafen hat, auf Kampf dann nochmal kurz, weißt du so? Schnell mal unter die Dusche gerissen. Ja, so ungefähr. Oder kurz aber auf das Sofa ist ja auch wieder rum geil, Digga, ne? So auf, oh, schnell, schnell, Papa. Ja, ja, so auf, zack, zack. Niemand darf uns hören, sei ruhig. Genau, auf, nimm mal jetzt 2 Finger im Mund. Ja, Mann. Und was krass ist, du kennst das ja selbst in meinen Vlogs, ich bin ja manchmal so pickelanfällig, ne? So in der Fresse. Manchmal krieg ich so richtig Pickel. Ja, genau, du hast keine mehr. Digga, in Lost Null, seit einem Monat keine Pickel mehr im Gesicht. Ich bin jetzt gespannt, Freunde, ihr könnt ja mal die Vlogs mitzählen, so wann ich mal wieder den ersten Pickel an der Lippe kriege. Ja, ja, ja. Diesen Siff-Scheiß, ey. Aber das stimmt, Digga, so Haut und so. Auch meine Freundin hat so Probleme mit trockener Haut. Ja. Und als wir Urlaub gemacht haben, ob es jetzt in Griechenland war oder in der Türkei, es war weg. Yeah, so komisch irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht weil die Sonne da auch vielleicht ein bisschen genau, brutaler ist. Genau, die Luftfeuchtigkeit denn anders ist und weiß was. Übrigens hier wie schon wieder Stau, Digga, ne? Da kannst du doch nur ausrasten, oder? Ja, man guckt euch das überall an. Stau, Digga, was soll denn die Scheiße, Mann? Digga, was haben wir eigentlich für einen Tag hier jetzt? Dienstag kam er, ja. Ja, es ist jetzt doch so mitten Feierabend, ne? So. Ja, ja. Ja. Komm, dreh nochmal rum, die Möhre. Wir fahren jetzt noch zu Uwe, auf ganz entspannt. Ich glaube aber ganz ehrlich, Freunde, ich werde dann nicht mehr filmen. Einfach, weil ich so ein bisschen dann für uns sein will. Einfach mal quatschen, dies, das. Genau. Ja, geil. Ohne ja. auf Krampf direkt wieder die Kamera in der Fresse. Ja, einfach auch, wisst ihr, ich finde es sowieso schon korrekt. Also wenn ich in Uwes Situation gewesen wäre, ich glaube, ich hätte gesagt, du Monte, nicht böse gemeint. Ich kann dich zwar ganz gut leiden, aber verpiss dich. Meine Ruhe haben. Ja, normal. Okay. Deswegen weiß ich auch zu schätzen, dich direkt vom Flughafen abzuholen. Aber wir wollen gleich ein bisschen für uns sein, das könnt ihr verstehen. Wir sind auf jeden Fall wieder vereint. Genau. Ich fahre gleich nochmal rechts ran, dann kann er nochmal eine Mundspülung gratis bekommen.
Ja. Da wisst ihr auch, woher immer die Picke kamen. Ja, jetzt könnt ihr ja mitzählen in den ersten zwei Videos. Im nächsten Blog genau. Direkt wieder so eine. Nee, Spaß. Ja, Mann, aber ich hoffe, das hat euch gefallen. Bald gibt es wieder Livestreams, Mario Kart, dies, das. Oh ja. Hau die Begrüßung, wahrscheinlich die Begrüßung, hau die Verabschiedung raus. Ja, in diesem Sinne, meine lieben Bootser, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns wirklich einen fetten Daumen nach oben und wir sehen uns zum nächsten Video.